Frohes neues Jahr. Guck mal hier. Schnee, 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 Regen. So beginnt für mich das Jahr 2017. Back to work heißt das. Zurück ins Büro fahren. Natürlich mit dem Fahrrad. Ich habe mich schon ein bisschen darauf gefreut, muss ich sagen. Nach dem Silvesterlauf letzte Woche, vor zwei Tagen in Erfurt. Da war eigentlich ganz gut. Schönes Wetter, auch sehr kalt. Jetzt haben wir hier allerdings 2 Grad und wie ihr seht, Schneeregen. Teil für ein paar Zahlen, dass die Leute von Strava machen ja immer so eine Jahresstatistik und da sieht man immer recht schön, wie viel man gefahren ist, wie viele PRs man hat. In meinem Fall sind das irgendwie 560. Das zeigt aber nur entweder, dass ich da lang fahre, wo keiner lang fährt, oder dass man viel da fährt, wo man noch nicht war, weil man sonst ja keinen persönlichen Rekord aufstellen kann. 23 King of the Mountains. Da sind auch schon ein paar relativ harte dabei. Also ich sag nur Ronny, Micha, also ihr könnt hier gerne mal, ein paar CRs auch, ihr wisst, wer gemeint ist. Ja, Papa hat da schon einiges abgeräumt, wenn man sonst schon nichts macht, reißt. Dann bin ich auch relativ viel gefahren. Mein bester Trainingspartner ist meine Partnerin, meine Ehefrau, die Anja. Freut mich, auch nicht weiter überraschend. Ja, ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr genauso viel Spaß haben und Strava ist halt immer ein schönes Tool, um Zahlen zu sammeln. Eine weitere Zahl, die am heutigen Tag recht interessant oder vielmehr relevant ist, ist die 8848. Das ist die Höhe des Mount Everest über Null. Da will heute The Jense Vogt am Teufelsberg versuchen, dann Everesting-Attempt zu machen. Für alle, die nicht wissen, was Everesting ist, das heißt, man versucht die Höhe des Mount Everest, also die besagten 8848 Meter, an einem Tag zu fahren und zwar immer berghoch, runter, hoch, runter auf einer auf derselben Strecke. Keine Runden sind erlaubt und auch keine Wellen. Ich weiß nicht, ob das mit den Wellen so richtig, obwohl Wellen sind, glaube ich, erlaubt. Also der Jens versucht am Teufelsberg, hat eine 4-Kilometer-Runde mit 100 Höhenmetern oder 98 Höhenmetern. Muss er 100 Mal rumfahren, sind 400 Kilometer, 24 Stunden der Zeit. Ich denke mal, er hat sich jetzt hier, wenn man sich das mal so anguckt, die Leute hier stopfen durch den Schnee, versuchen den Eisbären zu entgehen, die gleich kommen. Hat er sich nicht gerade den besten Tag für ausgesucht, aber für Shut Up Lex ist das, glaube ich, nur passend. Jens, ich wünsche dir viel Glück dabei, viel Typ 2 Spaß. Ich finde es besonders hart, in der Nacht zu fahren. Aber wenn es schneit, dann reflektiert der nicht scheinende Mond auch ein bisschen was vom Schnee. Happy New Year. Schön, es gefriert hier. Guten Start ins Jahr 2017. Ride on wie immer.